Horst fragt Pietsmiet: Welche Dinge vermisst ihr, die es damals gab und die es heute nicht mehr gibt? Ich finde, die alte, wahre, richtige Formel 1, die fehlt. Ja, die jetzige ist halt echt ziemlich ranzig. Und das wäre halt geil, wenn man wieder schön Motorgeräusch und richtig schöne Kopf-an-Kopf-Duelle hätte. Aber mittlerweile ist halt so viel Taktik und Elektronik da drin, weswegen das halt nicht mehr so cool ist. Schade. So, mittlerweile warten wir noch ein bisschen länger hier am Frankfurter Bahnhof. Ich vermisse keine Dinge, weil, wenn ich es richtig habe, sind doch alle Sachen, die es heute... Moment, also die Frage war ja, was vermisse ich, was früher gab und heute nicht mehr gibt. Naja, ich meine, heute gibt es eigentlich nur die Sachen nicht mehr, die ersetzt worden sind durch Sachen, die es heute gibt. Wie zum Beispiel, es gibt keine normalen Handys mehr, weil es noch Smartphones gibt. Ergo, oh ja, ich hab's gesagt, vermisse ich gar nichts, weil ich die neueren Sachen immer besser finde und Neues immer besser. Simpel, kurzer Sinn, lange Rede. So richtig habe ich darauf keine Antwort, aber mir fiel etwas ein, was ich doch schon vermisse. Das ist nämlich die Möglichkeit, früher gab es nicht sowas so richtig in den Spielen und überall, dass man online alles zusammen spielen konnte und alles mit einer Party und weiß ich was. Früher war es viel auf LAN ausgelegt und man hatte eine schlechte Internetleitung und sowas. Und da musste man halt eine LAN machen. Und wir haben früher häufig eine LAN gemacht und irgendwie vermisse ich das. Es war immer so cool und heutzutage, klar, machen wir immer im TS LAN. Aber irgendwie hatte das einen ganz anderen Charme, einen ganz anderen Charakter, so sich zusammen zu hocken bei Peter im Keller und alle Müffel nach Gyros-Pizza und Döner und allem. Und man zockt dann bis, keine Ahnung, morgens um 6 und schläft dann bis um 8 und zockt dann weiter. Das war immer sehr cool und hatten dann immer coole Generals-Matches oder Counter-Strike oder Call of Duty. War schon cool, das vermisse ich. Christian lacht sich noch Schrott. Ja, ich hatte die Mauer von dem Stark. Aber was mir noch einfiel, waren die Wasabi-Nüsse von Rewe. Die haben die nicht mehr im Sortiment. Übrigens und, genauso wie Frikokäse. Den kriege ich auch nicht mehr bei Rewe. Der war voll lecker. Die Cartoon-Samstage, die fehlen mir total. Also das wäre auch sogar heute noch ein Grund für mich, früh aufzustehen. Irgendwie von 8 Uhr morgens bis 1, 2 Uhr mittags Zeichentrickserien zu gucken. Gibt's ja heute nicht mehr. Heute, ja okay, doch, auf manchen Sendern, aber da laufen dann so scheiß Zeichentrickserien. Ja, eben. Das vermisse ich ein bisschen. Ich vermisse das entspannte Reisen vor 9-11. Wo man einfach noch cool in den Flieger steigen konnte und einfach irgendwo ankommen konnte und alles ist entspannt. Ohne Nacktscanner und stundenlang anstehen und was weiß ich nicht alles. 9-11 hat da einiges verändert und auch unserer Freiheit wahrscheinlich einiges beraubt. Und vorher war die Welt, glaube ich, noch ein bisschen angenehmer. Das stimmt. Ja. Da fällt mir auf Anhieb was ein. Das ist was total Banales. Ich meine, ich könnte jetzt mega ausschweifen und zigtausend Dinge aufzählen. Aber das, was mir gerade just in diesem Moment in den Kopf kommt, ist, dass ich extrem diese guten alten Zeichentrickserien im Fernsehen vermisse. Ich gucke gerade zum wiederholten Mal oder nach Jahren, nach 12 oder 13 Jahren mal wieder, nee, länger her ist das noch, die Dinos, ja. Für mich damals oder für mich nach wie vor ein Klassiker und Kult, gerade jetzt in meinem Alter, versteht man diese ganzen gesellschaftskritischen Dinge erstmal wirklich. Und ich finde, die Serie ist ja damals von Jim Henson gewesen, das war noch richtig, richtig gutes Handwerk. Wenn man sich die Puppen mal anguckt, ja, generell auch die Schauspieler mit den Gestiken und die Mimik von den Puppen, das ist der Wahnsinn, ja. Wenn ich mir dagegen heute diese hirnlose Vollgrütze im Fernsehen ansehe, auf billigste Art und Weise, ja, durch, keine Ahnung, irgendeinen 3D-Creator gejagt. Oh, furchtbar. Ich finde die Serien, die heute im Vormittagsprogramm laufen, diese ganzen Kinderserien, total Bullshit, ja. Diese ganzen Darkwing Duck und bla bla bla, aber gerade sowas wie die Dinos, sowas handwerklich richtig, richtig erste Sahne-mäßiges, das fehlt heute. Und ich finde, da tun mir die Kinder von heute echt leid,
wenn ich mir diese Scheiße im Fernsehen reinziehe. Ja,